So, hallo, schöne Grüße hier. Unser nächstes Projekt. Ein paar Bilder habt ihr vielleicht schon gesehen hier auf Instagram. Und ja, coole Sache. Ich zeige euch mal ein bisschen, was hier, wie das hier so aussieht. Und ja, nehme euch mal ein bisschen mit. So, das erste Mal hier auf der Baustelle. Cooles Dach. Demnächst soll es dann losgehen mit den Abrissarbeiten. Ja, so sieht es aus hier. Und von uns wird da ein schickes Stehfalzdach drauf kommen. Dachrinne kommt hier eine vorgehängte dran. Bin immer gespannt, wie das wird. Naja, hab so ein Muster gebogen, jetzt einfach mal so Freischnauze und. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie wenn man es gerochen hätte, oder? Cool. Okay, also auf der Seite bin ich sogar schon zu viel von der Rundung. Das sind hier die zwei kurzen Seiten. Die haben halt wesentlich mehr Radius. Die hier auch. Und die langen Seiten, da sieht es ein bisschen anders aus. Die haben nur einen ganz leichten Schwung. Ja, wird man sehen, wie wir das machen. Ich denke, auf jeden Fall ist es machbar mit Stehfalz. Hier wird es extrem flach. Vielleicht müssen wir da ein bisschen im unteren Bereich oder auf der Dachfläche eine Falzdichtung reinmachen. Aber ansonsten wird es auf jeden Fall machbar sein. So, wir sind jetzt an unserer schönen Baustelle mit dem eingeschwungenen Dach. Habt ihr vielleicht gesehen auf Instagram. Und ja, wir haben da praktisch eingeschwungene Scharen herzustellen. Eine Stehfalzdeckung. Und das wollen wir alles mit unserer SPM machen. Da haben wir uns was Tolles einfallen lassen. Und da nehmen wir dich mal mit. So sieht es aus. Hier ein Haufen Geraffel wieder. Ein Haufen Material haben wir dabei. Und... ja, jetzt wollen wir mal aufbauen und haben uns da ein bisschen was überlegt. Bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Wäre bloß gut, jetzt haben wir die hier alle profiliert, aber es wäre schön, wenn die jetzt
schon montiert werden, gell? Ja. Aber es scheint zu passen. Auf jeden Fall haut es mit der Rundung prima hin. Alles gut. Der Lars beschriftet alle, dass wir auch wieder wissen, wo sie hingehören. So, heute bin ich wieder alleine auf der Baustelle und es ist ein bisschen neblig, ein bisschen spooky heute hier auf der Baustelle. Und ja, ich mache ein paar Zeitrafferaufnahmen. Genau. Mal gucken, wie die rauskommen und wie die so werden. Und ich denke mal, die Dachfläche werde ich heute auf jeden Fall zubekommen. Noch ein paar Anschlüsse machen und ein bisschen Bastelarbeiten. Und dann warten wir noch aufs Material, weil wir haben noch mal ein bisschen Material nachbestellen müssen. Und das nächste Mal geht es wieder ans Profilieren, ans restliche Profilieren. Dann werden wir das auf eine Aktion noch mal fertig profilieren, das ganze Dach. Und ich denke mal, ja, dann wird es auch so langsam so laufen, dass wir dann gut vorankommen und hoffentlich das Wetter auch dann mitspielt. Und dann haben wir es voll im Griff. So, mit dem Auswalzen bin ich jetzt fertig. Den Draufabschluss muss ich noch zurückschneiden. Aber im Grunde alles schon doppelt gefalzt. Das ist schon sehr cool gewesen. Vor allem fand ich das ganz toll, dass wir das erste Mal jetzt dass ich das erste Mal jetzt mit dem BS18 LT gearbeitet habe von Metabo auf dem Akkusimo. Und ja, das ging
wirklich einwandfrei und die Maschine ist wesentlich leichter als unsere alte, ja, wir haben ja so eine alte Hildi immer drauf gehabt und es ist echt cool. Lief sehr gut. Mit dem kleinen Akku habe ich, Moment mal gucken, ja, zwei Striche sind da drauf. Da habe ich jetzt das ganze Dach hier ausgefalzt oder die Dachhälfte, also das lief wirklich prima und auch sehr flott. Ich habe, eine halbe Stunde gebraucht hier zum doppelt ausfalzen und auch wenn man ein bisschen in die Hocke gehen muss beim Ausfalzen, weil man runter an den Schrauber lang muss, finde ich, das ist echt bequem zum Ausfalzen und auf jeden Fall einfacher, wie wenn man jetzt mit der Falzzange das alles doppelt falzen muss. Ja, sehr coole Sache. Cooles Team hier, der BS18LT und der Akkusimo. Ja, finde ich einfach sehr cool. Profilieren hier gleich aufs Dach hoch, wenn das klappt. Ja, voll cool, oder? Also funktioniert.